Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, ich bin Trainerin, Mentorin und Coach für Menschen mit Hunden, die auf dem Weg in ihr absolut bestes, glücklichstes, harmonischstes, sicherstes, freiestes, erfülltestes Leben sind. Menschen, die das Leben mit ihren Hunden besonders machen wollen, die wissen, dass das Zusammenleben mit ihren Hunden etwas Besonderes ist und diese Besonderheit auch wirklich ehren wollen und leben wollen. Und auf diesem Weg gibt es einen essentiellen, ersten, wichtigsten Schritt, den du immer gehen solltest. Und das ist meine VIP Dogs Academy. Meine VIP Dogs Academy ist ein 8 Wochen Online-Kurs, der dir und deinem Hund alles das an die Hand gibt, was ihr braucht, um jede Herausforderung des Lebens gemeinsam zu meistern, daran zu wachsen, eine immer tiefer werdende Bindung zu kreieren und einfach jeden Tag noch mehr genießen zu können als den Tag davor. Ganz egal, wo ihr jetzt gerade steht und was jetzt gerade eure Schwierigkeiten sind, du wirst mithilfe der VIP Dogs Academy große Schritte in die Richtung machen mit deinem Hund, in die du gerne möchtest. Die Anmeldung ist jetzt aktuell möglich. Du findest den Link direkt unter der Podcast-Folge. Bis zum 5. Oktober kannst du dich noch anmelden. Danach gibt es dieses Jahr keine Möglichkeit mehr, mit mir und deinem Hund zusammenzuarbeiten. Und anlässlich des Anmeldezeitraums, den ich immer als etwas ganz Besonderes empfinde, weil es für so viele Menschen mit ihren Hunden den Startschuss in ein neues Leben bedeutet, gibt es das VIP Dogs Academy Podcast Special, jeden Tag eine neue Podcast-Folge. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was das wirkliche Ziel im Training mit deinem Hund ist. Was ist das wirkliche Ziel im Training mit deinem Hund? Prinzipiell im Hundetraining lösen wir Probleme. So, Mensch hat ein Problem mit seinem Hund, das ist so der Klassiker. Ja, bellt an alleine, kann nicht alleine bleiben, geht jagen, ist draußen nicht ansprechbar, der Rückruf funktioniert nicht, zieht an alleine, frisst alles, was er auf dem Weg finden kann, lässt sich vielleicht auch nicht von dir untersuchen, sich die Ohren nicht sauber machen, sich die Krallen nicht schneiden. Hund macht irgendwas, was für uns ein Problem darstellt. Und dann gehen wir ins Hundetraining, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und dann fangen wir in der Regel an, Probleme durch Regeln zu lösen. Probleme werden durch Regeln gelöst. Das ist das, was wir gelernt haben. Das ist, wie unsere Gesellschaft auch funktioniert. Probleme werden durch Regeln gelöst. Und durch die Einhaltung dieser Regeln ist alles wieder in harmonischer Ordnung. Das Problem an dieser Strategie besteht darin, dass wir in dem Moment gar nicht schauen, warum ist dieses Problem entstanden. Und Regeln sind häufig etwas Auferlegtes, was beim Gegenüber Frust erzeugt. Er hält die Regel allerdings ein aus Angst vor den Konsequenzen, die da kommen. Was jedoch heißt, dass die Ursache für das Problem weiterhin besteht. Sie wird sozusagen nur gedeckelt, sie wird nur runtergedrückt. Und ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist, Probleme durch Regeln zu lösen. Also, sonst würde unsere Gesellschaft ja nicht funktionieren. Nur ist es doch die Frage, ob das immer wirklich in jedem Fall die beste Lösung ist. Ob es immer die beste Lösung ist, ein Problem durch Regeln zu lösen, oder ob es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit ist, das Individuum, Mensch und Hund, so weit zu unterstützen, dass sie von sich aus ein anderes Verhalten zeigen möchten, weil sie von sich aus eine neue Perspektive eingenommen haben. Und ja, das geht auch mit Hunden. Und nein, Hunde können nicht reflektieren. Und doch ist es möglich, Ängste zum Beispiel abzubauen und dass der Hund von sich aus eine andere Perspektive einnimmt und sagt, ich muss keine Angst mehr vor der Mülltonne haben, weil die Mülltonne neuerdings ja immer tolle Sachen ankündigt.
Ja, also das geht auch mit Hunden und mit Menschen sowieso. Dass sie dann von sich aus anders mit den Situationen umgehen, anders in den Situationen entscheiden. Ohne, dass wir jemals gesagt haben, es gibt Regel XY, an die hast du dich zu halten, ob du willst oder nicht. Du musst. Und das ist für mich auch immer so spannend. Es gibt im Zusammenleben mit Hunden so Regeln, die irgendwie jeder kennt und jeder hält sich dran, obwohl man gar nicht so richtig weiß, macht das eigentlich Sinn und warum macht man das eigentlich so? Aber hey, es machen alle so, also mache ich das auch. Das ist so eine Regel und eine Regel ist ja wie ein Gesetz und das muss ich einhalten. Der muss hinter mir durch die Tür gehen, der muss nach mir essen, der muss hinter mir an der Leine laufen, der muss beim ersten Mal hören, wenn ich ihn rufe, der muss auf dem Boden liegen, nicht auf der Couch. Das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich viele dieser Regeln tatsächlich nicht kenne und die, die ich kannte, habe ich vergessen. Ja, aber ich denke, dir fallen garantiert jetzt noch mehr ein, wo du sagst, ja, na, das muss aber so, das ist eine Regel, die ist wichtig, weil sonst entstehen Probleme. Und das Ding ist, dass das völliger Bullshit ist. Also das ist ja sogar noch Bullshit, weil es mit den eigentlichen Situationen, in denen unerwünschtes Verhalten auftritt, ja nicht mal im Zusammenhang steht. Also ob dein Hund hinter dir durch die Tür geht oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, ob der dem Hasen hinterher geht oder nicht. Also das ist sowieso so super abstrus einfach. Aber die Frage ist ja auch, will ich die Probleme wirklich durch Regeln lösen, an die mein Hund sich zu halten hat, ob er will oder nicht? Wir wissen alle, wie sich das anfühlt. Oder will ich, dass mein Hund lernt, sich anders zu verhalten, weil es sich gut anfühlt, dass er eigenständig, langfristig eigenständig die Entscheidung zu einem anderen Verhalten trifft, von sich aus, weil er gelernt hat, dass es sich gut anfühlt, dass es eine gute Entscheidung ist und dass er das gerne möchte. Nicht, weil er muss, sondern weil er kann. Und die Frage ist ja auch, Probleme werden durch Regeln gelöst, damit dann alles wieder in harmonischer Ordnung ist. Was bitte bedeutet harmonische Ordnung? Bedeutet es nicht aufzufallen? Bedeutet es in der Masse unterzugehen, weil alles andere gefährlich wäre? Oder bedeutet das vielleicht eher bei sich anzukommen und sich zu erlauben, die Individualität und Persönlichkeit zu leben, ohne andere zu gefährden oder einzuschränken? Und ja, das ist möglich. Und manchmal erzeugt das Gefühle von, wer bin ich, dass ich das darf, dass ich mir das erlaube, wenn es doch allen anderen um mich herum so schlecht geht. Wenn doch alle anderen um mich herum sich das nicht erlauben. Wer bin ich, dass ich mir das erlauben darf? Wer bin ich, dass ich wirklich für mich und meinen Hund losgehen darf? Dass ich jetzt wirklich einfach, ich sag's jetzt mal so, auf all die Regeln scheißen darf und sage, ich mach das so nicht mehr. Ich mach das jetzt so, wie es sich für uns gut anfühlt. Ich mache das jetzt so, dass wir wirklich wir sein können. Dass harmonische Ordnung nicht mehr bedeutet, nicht aufzufallen und sich anzupassen, sondern dass harmonische Ordnung bedeutet, dass wir im Einklang mit uns und unseren Werten leben. Und am Ende geht es für mich im Hundetraining tatsächlich nicht darum, Probleme zu lösen. Für mich ist das der logischste und schönste Nebeneffekt, den es mit sich bringt. Probleme lösen ist für mich ein Nebeneffekt. Für mich ist das wirkliche Ziel im Hundetraining immer das Gefühl dahinter. Immer das Gefühl, das entsteht auf dem Weg, den wir gehen. Auf dem Trainingsweg, den wir gehen, auf dem Lebensweg. Du weißt, Alltag ist Training und Training ist Alltag. Dein Hund lernt immer genauso wie du und auch lebenslang genauso wie du. Es geht nie darum, ein Problem zu lösen. Es geht immer um das Gefühl dahinter. Und wenn mein Hund an der Leine kläfft, weil uns jemand entgegenkommt, fühlt sich das für den scheiße an, es fühlt sich für mich scheiße an und es fühlt sich auch für den, der mir gegenüber steht, scheiße an. Also löse ich dieses Problem. Ich löse es nicht durch Regeln, ich löse es durch echtes Formen von alternativen Verhalten und durchs Verändern der Motivation des Hundes. Wie das geht, lernst du bei mir in der VIP Dogs Academy und es ist viel leichter, als es jetzt vielleicht klingen mag. Und ja, ich möchte, dass er aufhört zu kläffen, wenn uns jemand entgegenkommt.
Aber nicht, um mich anzupassen und um nicht aufzufallen, sondern damit wir uns gut fühlen und sich unser Gegenüber auch gut fühlt, dass es keine Angst vor uns hat. Und dass mein Hund nicht völlig durchdreht und Stress kriegt und Frust kriegt und dass ich nicht hinten dran hänge und mir denke, oh, diese Lautstärke und oh, jetzt muss ich auch noch festhalten und ich wollte doch eigentlich hier die Natur genießen. Ja? Es geht um das Gefühl dahinter. Es geht immer um das Gefühl dahinter. Und wenn wir das im Kopf haben, dass es um das Gefühl dahinter geht, dann ist auch sofort klar, warum viele Trainingstechniken einfach nicht in Frage kommen. Weil sie unangenehme Gefühle auslösen. Angst, Schmerz, Frust. Das will ich doch nicht mehr haben in meinem Leben. Ich will doch nicht noch mehr Angst, noch mehr Schmerz, noch mehr Frust, noch mehr Hilflosigkeit haben, noch mehr das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Das wollen wir doch nicht. Das willst du nicht, das will ich nicht und das wollen wir auch nicht für unsere Hunde. Sondern wir wollen mehr Selbstbewusstsein haben, wir wollen mehr Erfüllung haben, wir wollen mehr Glück, wir wollen mehr Freude, wir wollen mehr Entspannung. Wir wollen mehr Sicherheit. Das ist es, was wir uns wünschen. Es geht immer um das Gefühl dahinter. Vergiss das nie. Das Ziel deines Trainings mit deinem Hund ist das Gefühl dahinter. Das Lösen des Problems ist ein wunderschöner Nebeneffekt, wenn du Wert auf das Gefühl dahinter legst. Und Ziel ist es auch nie, nicht aufzufallen oder sich anzupassen. Vielleicht in ein Leben, das sich für dich nicht lebenswert anfühlt oder was nicht deiner eigentlichen Vorstellung von Leben entspricht. Sondern das Ziel ist es, auf deinem eigenen Lebensweg zu gehen, der so individuell ist und so facettenreich, wie du und dein Hund es seid. Wenn du darauf wirklich Wert legst, wenn du sagst, das Gefühl dahinter, okay, aber wie soll das jetzt gehen? Wie mache ich das? Wovon redet sie? Das klingt so kompliziert und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann melde dich jetzt an zu meiner VIP Dogs Academy. Ich habe alles für dich vorbereitet, Schritt für Schritt. Es kommt alles zu dir. Entspannter kannst du es gar nicht haben. Du musst nichts suchen. Du musst dir nicht selbst irgendwelche Sachen zusammenbasteln. Und wenn du Fragen hast, musst du auch nicht tagelang oder wochenlang oder monatelang googeln. Du bekommst alles in meiner VIP Dogs Academy. Schritt für Schritt, wunderschön aufbereitet. Und mit Support durch mehrere TrainerInnen. Ich freue mich auf dich. Du findest die Anmeldung, den Link zur Anmeldung direkt unter der Podcast-Folge. Bis zum 5. Oktober ist die Anmeldung offen. Danach ist sie zu. Es gibt danach dieses Jahr keine Möglichkeit mehr, mit der Academy zu starten. Lege Wert auf das Gefühl dahinter. Denn das Gefühl dahinter ist es, was euer Leben lebenswert macht. Ich wünsche dir ein wunderschönen Tag mit deinem Hund. Danke, dass wir verbunden sind. Bis bald. Deine Tina.